Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge und heute geht es mal wieder weiter mit repariertem Werkzeug, ist ja klar. Ich werde jetzt natürlich erstmal beginnen, das hier alles flach zu machen. Das wird nicht lange dauern. Aber so, die Höhe ist eigentlich auch okay. Dann kann ich jetzt hier auch schon anfangen. Was ist das denn hier? Komisch, komisch. Kann man ein kleines Mäuschen gerade hören. Die sollte sich gut verstecken. Brownie ist nämlich unterwegs. Und die hat schon einige Mäuse hier gefangen. Und das, obwohl sie eine alte Straßenkatze ist. Aber das heißt ja eigentlich auch, dass er das auch gönnen muss, ne? Ist ja klar. Perfekt wäre natürlich jetzt dieses rote Stampfgerät, was ich auch mal hier benutzt hatte. So ein Gewicht auch. Es hat ein relativ hohes Gewicht. Und damit kannst du das hier ganz easy machen. Aber so, glaube ich, es wird ja eh über die Zeit, wird das hier eh wieder durch Regen, durch drüber gehen. Durch so Sachen wird das sich eh immer mehr setzen. Und jetzt geht es hier erstmal nur darum, dass es hier erstmal schön glatt ist, beziehungsweise glatter als vorher. Und an sich ist das auch gar nicht schlimm, weil wie halt immer, wenn hier ganz viel Laub beziehungsweise viele Nadeln lagen, haben wir die immer zusammengekehrt. Und auch wenn die Nadeln das natürlich hier größtenteils eher ansäuern, okay, jetzt hier die Haselnuss, wovon wir auch fette Sträucher haben, die machen das jetzt natürlich nicht so sauer. Aber ich denke mal, dass der Boden halt einfach nur noch aus Lehm und eher sauer ist. Und ich glaube, wenn man hier mal so ein bisschen frischere Erde wieder drauf, die natürlich auch sehr viel aus Lehm besteht, keine Frage, aber einfach mal so ein bisschen durchgemixte Erde, die ja auch ein bisschen tiefer war, dann ist das, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt, mal hier so ein bisschen wieder frische Erde oben drauf zu legen. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Ich will nur aufpassen, dass die Bäume natürlich nicht wieder so eingebuddelt sind. Das ist mir auf jeden Fall sehr wichtig. Aber sonst kann das hier auch einfach. Das soll ja keine perfekte gerade Fläche sein. Einfach nur. Ein bisschen hügelig.
Zaun sollte im besten Fall natürlich auch nicht eingeschüttet werden. So ein bisschen. So passt das. Jetzt kann man ja hier eigentlich auch schon mal ein bisschen in die Kerben fegen. Dann sieht das Ganze einfach mal ein bisschen schöner aus, als hätte man da Fugensand reingemacht. Muss man auf Löcher erst nochmal haken. Trampeln.
Wege geht's. So, hier muss man wahrscheinlich eh nochmal dann mit etwas feinerer Erde drüber gehen. Und schiebe ich sie ja eh nur hin und her, weil sie so bröckelig und fest ist. Aber jetzt ist es hier sowieso auch schon mal ein bisschen stabiler alles. Bewegt sich nicht so. Und jetzt tritt die sich ja auch nochmal ein bisschen fest, wenn man hier öfters drüber geht. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Du bleibst hier stehen. Ja, jetzt hier, das alles wird sich auch noch, das wird sich setzen, noch durch Regen und durch alles andere. Hier können wir noch ein bisschen noch da machen. Zack, 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 zack. Können wir jetzt auch noch schön alles glatt haken. Es macht sogar tatsächlich echt, wie gut ich die auch manchmal treffe. Es macht schon Spaß da so. Dieser Taktik hier, die Erdbälle klein zu hacken. Ich sage euch, die Ameisen hier fangen hier bald sowieso einen Krieg mit mir an. Ich
die ganze Zeit deren Lager hier zuschütte. Deren Base. Das immer wieder freiräumen. Ich es aber immer wieder zumache. Ich vor das Spinnennetz gelaufen. Oh Mann.
würde sagen, einmal nochmal von der Mitte nach außen, damit es schön ordentlich aussieht. So, den Rest macht Mutter Natur und wenn ich drüber trampel, Quatsch, jetzt muss ich hier auf jeden Fall noch